So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Gäste. Auch Sie stehen jetzt hier am Eingang unserer berühmten Dunsthöhle. Dieses Wunder gibt es nur noch hier in Bad Pyrmont, ist noch die einzige Grotte in Europa, die existiert. Die Hunsrück in Porzellum in Neapel existiert leider nicht mehr. Schwefeldunst haben wir hier nicht, sondern Kohlendioxid, CO2, im Volksmund auch Kohlensäure genannt. Hinter dem Gitter, was Sie dort unten sehen, steigt das CO2 aus etwa 3.000 bis 4.000 Meter Tiefe an die Erdoberfläche. Wir können es nicht sehen und nicht riechen, sondern nur schmecken, wenn wir es einatmen. Das CO2 ist auch 1,5 mal schwerer als Sauerstoff, deshalb bleibt es tiefer liegen. Es ist dort unten kein Leben und Pflanzenwuchs möglich. Wenn Sie hier unten die Treppenstufen untergehen würden, wären Sie innerhalb von 5 bis 10 Minuten tot, da Sie das CO2 7 bis 8 mal mehr einatmen als Sauerstoff. Das heißt, Sie gehen hier unten ahnungslos runter, atmen das 6 bis 8 mal ein, fallen um und schlafen ein wie bei einer Narkose. Sie leben aber solange Sie Sauerstoff im Blut haben, ist nämlich kein Gift, was bei Kohlenmonoxid der Fall ist, zum Beispiel Ausgangsgas. Ja, die Inschrift über den Gitter lautet: Dieses Wunder der Natur, diese Heilstätte, entdeckte als erstes unser berühmter Wundenarzt Dr. Philipp Seid im Jahre 1724. Im Jahre 1720 ließ er dort unten diese Grotte errichten, um Kranke durch Gas mehr zu heilen. Was er bald aufgeben musste, da das CO2 die Eigenart hat, bei warmem Wetter zu steigen und bei kalten zu fallen. Wenn ich zum Beispiel hier oben, wo ich jetzt stehe, eine Außentemperatur von 0 Grad, dann können wir runtergehen, Arbeiten verrichten oder sonst was, es passiert uns dann nichts. Diese Kohlensäure, die unten drin ist, aber nicht die Kohlensäure, die wir trinken können. Nein, die ist eine trockene Kohlensäure. Und sie wird heute noch entnommen aus der Helenenquelle und wird heute noch benutzt zur Heilung. Und dieses Bad kann ich Ihnen nur empfehlen, das ist wirklich sehr, sehr gut, weil hier nämlich jede Menge Mineralien und Spurenelemente drin sind und vor allen Dingen die Haut nimmt das auf. Und zwar für Herzkreislauf, rheumatische Gelenkentzündungen, Allergien, Frauenleiden durch Blutungsstörungen, Rheuma und Asthma. Auch für Krampfadern und schlecht verheilende Wunden sehr geeignet. Das ist unser CO2-Quellgasbad. Aber wohlgemerkt ein trockenes Bad, kein Wasser. Sie stehen jetzt auch nicht im Wasser drin, sondern im CO2-Trockengas. Bekommen können es unten im König-Luisen-Bad, dort wird es verabreicht. Die meisten Deutschen fahren nach dem Marienbad, nach der Tschechei, um dieses Bad zu bekommen. Dabei haben wir es hier direkt vor der Haustür. Ja, dort hinterm Gitter, aber auf diesen 4 Quadratmetern, die Grotte ist 2x2 Meter, kommt das CO2 auch hier zutage. Und zwar durch Risse und Spalten, nicht durch den Schacht oder gebohrt, nein, durch Risse und Spalten schon jahrhundertelang. Dieses alte Mauerwerk, was Sie sehen, ist lange, stammt aus dem Jahre 1724. Alles, was rund ist, aus dem Jahre 1963. Alles, was aus Beton ist, aus dem Jahre 2000. Sie wissen, jedes Lebewesen, auch die Flamme braucht Sauerstoff. Und wo kein Sauerstoff ist, auch kein Leben möglich. Ja, ab da absolut tödlich. Wenn ich ein Stück Holz nehme und schmeiße ins Wasser rein, was macht's? Er springt. Ja. Diese Seifenblasen schwimmen und tanzen auf der Oberfläche der Kohlensäure, zeigen den Stand an, verändern aber immer ihre Farben. Und desto heller sie werden, desto eher platzen sie, weil kein Sauerstoff mehr drin ist. Aber ich werde gleich eine Seifenblase reinpusten, Wasser durchkippen. Achten Sie auf den Strahl, der geht voll durch die Seifenblase durch, sie platzt nicht. Das habe ich vor Jahren durch Zufall entdeckt und das kommt jetzt gut bei meinen Gästen an. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Aber warum der Strahl da durchgeht, kann ich Ihnen leider keine Antwort drauf geben. Sogar Professoren und Physiker noch nicht mal. Die waren vor Jahren hier, wollten mir Bescheid geben, warum der Strahl da durchgeht. Ich warte immer noch auf Antwort. Ja, warum die kleineren schneller runtergehen als die größeren, das erkläre ich Ihnen nachher zum Schluss. Welche gehen sofort runter, da ist ein Wassertropfen dran, das lässt sich leider nicht vermeiden.
bitte noch keine Erklärung, warum der Strahl da durchgeht. Ja, jetzt werde ich noch mehrere reinpusten, damit Sie auch ein schönes Farbenspiel betrachten können. Ja, schauen diese Farben an. Ja, immer andere Farben, egal wie ich sie auch anschaue. Trotzdem müssen wir doch weggehen. Draußen werden wir schon längst runter und kaputt. Ja. Und auch die schönen Farben bekommen sie auch nicht hin. Ja. Dass sie langsam runtergehen, die kleineren schneller als die größeren, das kommt daher, das Gas ist schwerer. Dringt in die Seifenblase rein, sie wird immer schwerer, wird langsam nach oben runtergezogen. Oder die größeren platzen vorher, weil sie kein Gas mehr aufnehmen können, weil sie zu voll sind.